Herzlich willkommen zu einem neuen Tag, neues Video. Ich war bei BR1 und habe eine Bank gekauft. Wir haben das in der Werbung gesehen und da habe ich gesagt, da weißt du was, dann fahre ich schnell hin und hole das. Das ist die Bank. Hier stehen die Maße alle drauf. Und ich werde jetzt zusammenbauen mit euch. Mal sehen, was ich alle brauche und dann werden wir mal kicken. Dann werden wir erstmal ein Messer nehmen und aufschneiden die Karton. Ich stelle euch mal hier hin. So, hier sieht man besser. Okay, dann muss ich erstmal nach oben gehen und den Akkuschrauber holen. So, ich muss euch von der Seite hinstellen, weil die Rückseite ist die Sonne drauf. So true. When I was down and down, along came you.
'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. So, die Bank ist fertig. Ich hoffe, das sieht er. Sieht man, ja. Die Bank ist fertig, Querstreben alle dran. Jetzt kann die Gartenparty beginnen. Und wieder ein kleines Bastelwaste. Erstmal bis hierher. Tschüss. Da seht ihr Uwe, wie er unsere neuen Gardinen anbringt. Ach, sieht das schön aus. Ach, ist das herrlich. Na so. Das hat jetzt 25 Jahre gedauert, bis ich mich durchringen konnte, hier im Wohnzimmer Gardinen aufzuhängen. Aber es sieht so schön aus. Ich zeige euch das bestimmt gleich ein bisschen näher noch. Oder der Uwe, wie er möchte. Und es wird nicht direkt dunkel, wenn du gegen das Licht filmst, Schatz. Ja. Toll. Aber Licht sollte ich mal langsam anmachen, ne? Das ist oh, besser. Ja. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Aber es ist noch nicht das Endergebnis, ne? Wir haben ja hier die falschen Gardinenstangen seinerzeit gekauft, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass wir doppelläufige Schienen brauchen, wenn ich jetzt hier die Jalousien weghaben möchte. Ich hätte gerne so normale Übergardinen, die man zuziehen kann, wenn hier die Sonne zu sehr reinscheint. Und da möchte ich keine Blickdichten haben. Das sind immer alle zu dunkel, ne? Ja, also Uwe ist gerade beschäftigt der Gardine. Aber ich habe euch auch noch einen Einkauf zu zeigen. Da sehen wir uns gleich in der Küche wieder von Netto. Diesmal waren wir bei Netto, weil Netto hat echt tolle Angebote diesmal gehabt. Und auch wenn wir nicht so gerne zu Netto gehen, aber wenn es solche Angebote gibt, dann schlagen wir natürlich zu, ganz genau. Das zeige ich euch nachher und ja, seid gespannt. So. Ich soll euch die Gardinen nochmal zeigen. Ich präsentiere euch das nochmal. Und wie findet ihr das? Gut, wa? Da ist das Schränkchen, was damit zugehört. Hier links ist das uninteressantes Puzzle. Ich muss mal weiter puzzeln, ich komme ja nicht dazu. Ich muss ja Gardinen aufhängen und dann muss ich Schränke zusammenbauen. Dann muss ich Parkbänke zusammenbauen.
Mal sehen, wie ist das Licht? Geht aber, wa? So, ja. Blendet nicht mehr. Ich stehe jetzt fast im Dunkeln. Ich nehme euch mal ein Stück mit. Jetzt ist dunkel, oder? Ja, ist so dunkel. Also wenn ich jetzt hier an der Bordsteinkante stehe, dann ist das okay, ich hoffe es. Ja, wir werden gleich weitermachen. So, ich zeige euch das mal. Jetzt ist ja die Sonne drauf. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht, die Gardinen. Mit Blumen. Das sind Eisblumen. Sieht doch cool aus. Wir finden das geil. Hübsch. Ja, ist mit. Man sieht das wirklich, dass das Blumen sind. Nicht? Ja. Ist das ohne Blume? Ja, eine Herzblume. Noch eine Blume. Oh, eine große Blume. Die blüht und blüht. Ja, und verblüht erst ganz spät. Ja, ganz spät, spät. Dauert noch. Ich muss an meine Nelken, damit sie nicht welken. Ja. Bin geblendet von eurer Schönheit. Bio-Erdbeeren, meine Lieben, haben wir gekauft. Wer will, weiß, fleißige Hausfrauen sehen. Der muss zu Familie fröhlich gehen. Na, ich weiß ja nicht, ob man hier so die fleißigen Hausfrauen sieht. Glaube ich nicht. Ja, der Uwe, der hat sich Erdbeeren gewünscht. Ja. Und in Milch. Kennt das irgendjemand? Ich kenne das nicht mit Milch, ich kenne das nur mit Sahne. Aber Uwe soll es kriegen, wenn er sich das wünscht. Und wir haben noch ein bisschen mehr gekauft. Das kann der Uwe euch ja eigentlich mal zeigen. Ja. Bananen haben wir geholt. Chiquita Banana. Genau. dann ich kann jetzt aber das Lied nicht singen, dann macht ihr gleich wieder aus. Dann haben wir hier Eis geholt, genau. Und zwar ist das wilde Weltraumfahrteis. Steht da irgendwas da, wie viel, also hier sind 11 so eine Dinger drin, raketenstarker Weltraumspaß, die sind übrigens sehr lecker, ich habe da schon eins probiert, aber hier steht nicht, ob man die essen kann, doch Zitronenfruchteis, Orangenfruchteis und Zitronenfruchteis, haben wir doch schon mal gesagt, ja, hat doch. Mit Limettengeschmack. Ist hier drin. Also sehr, sehr lecker. Und wir haben noch ein anderes Eis. Das ist aber im Eisfach. Das muss der Uwe euch zeigen. Denn hier ist die andere Packung. Ach, die haben wir schon ausgepackt. Ja. Und zwar war im Angebot auch noch Kali-Kugelblitz bunter Zirkus. Den gab es mit 9x Eisvergnügen. Hier sind also zweimal früher hießen die Ed von Schleck, glaube ich. Dann ist hier so ein brauner Bär oder irgendwas ähnliches drin. Hier stehen jetzt nicht die Eissorten drauf. Dann auch wieder dieses Weltraumeis. So ja. Sieht das aus. Und dann Visolero oder so ähnlich sieht das aus. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf gehabt. Das ist gerade im Angebot bis Ende der Woche. Ja, bis zum Ende des Monats sozusagen. Ja. Genau. Und Netto, also Netto Markendiscount, hatte auch noch schön, dass Uwe jetzt den Haul macht. Warum zeige ich denn? Ja, weil du Mokro fasst. Belitzer Spargel der Klasse 2, 16 mm plus weiß-violett. 1,5 Kilo Spargel und wir haben uns 2 Kisten geholt, also 3 Kilo Spargel. Der ist aber im Kühlschrank in einem feuchten Tuch eingepackt. Kann der Uwe euch alle zeigen. Während ich jetzt hier fröhlich meine Erdbeeren schnippel. Ja.
ich sitze schon unten im Garten und warte auf meine liebe Frau. Und die kommt von Arbeit. Da ist jemand, der wartet auch noch auf Frauchen. Was sagt er zum Wetter? Super, wa? Schönes Wetter. Soll ja Wochenende so warm bleiben. Soll ja bis Wochenende bis 20 Grad. 1. Mai auch. Na, ein schönes langes Wochenende. Müsste man ja ausnutzen. Mal sehen, wenn alle gut geht. Nun war ich mit. Kommt drauf an, wie wir uns fühlen. Wir haben nämlich vor, was zu unternehmen. Mal sehen, ob das klappt. Versprechen können wir noch nicht. Und wenn, dann seid ihr wieso dabei. So, dann warten wir erstmal, bis meine liebe Frau kommt. Und ich guck gerade. Sieht nicht sehr gut aus mit dem GoPro. Das ist sehr runter. Da fehlt was. Hoffentlich reicht es. Tada! Da ist sie. Ja, und natürlich Uwe auch. Und die Maus. Die wollte nämlich gerade. Schnell weggucken, die Kamera sein. Die wollte nämlich gerade überhaupt nicht mit Nachbarshund spielen oder überhaupt. Ach, das war ein Kno-Konzert von ihr. Und ich muss jetzt mal petzen, ne? Der Uwe. Also, ihr seht ja, ich komme gerade von außerhalb, ne? Bin gerade mal hier eingereist. Nein, Kira, nein. Komm her. Ja. Ist ein Unterhalb. Das ist ein Rüpel, also wirklich. Und der Uwe hat gerade angefangen dort. Keine Ahnung, ob ihr das seht, was du da gemacht. Hast du das schon gezeigt, Uwe? Nee. Kommt da jemand? Ja, die Tür ist zugegangen. Ich wollte aber nicht mehr das war. Achso. Ja. Da. Kira. Kira. Komm mal hierher. Der Uwe wollte da was umgraben. Komm her. Also hier das Unkraut rausziehen, den Löwenzahn. Und da sagt mir, nein, die machen hier nichts und du wirst dafür ja nicht bezahlt, Schatz. Ja. Nun wollte er Rasen mähen und nein. Weißt du, wir müssen dafür, da müssen wir dafür bezahlen, dass der Uwe mit eigener Hände Arbeit hier den Rasen gemäht hat, obwohl das die Hausverwaltung machen muss oder der Hausmeister oder wer auch immer. Aber wird nie was hier. Ja, dann wäre es okay, ne, das nicht bezahlen. Dann, hier, guck mal, Beweisvideo. Ja. Das Gras steht hoch, man kann kaum blicken. Das ist die beste Zeit zum Weiterfilmen. Rasenmähen. Leute, das Niveau sinkt. Ja. Ich habe letztens erst wieder gelesen, wo wir schon beim niedrigen Niveau sind, ne? Wenn man auf Toilette muss, dann soll man jetzt sagen, ich bin mal für kleine Äffchen. Mal kacken. Oh mein Gott. Also das, Leute, wirklich, das sind so Flachwitze, da könnte ich mich totlachen. Ich mag so Wortspiele. So, also wie gesagt, der Uwe und die Kira haben mich jetzt hier abgeholt und in der Zeit hat der Uwe sich ja, die Zeit vertrieben und hat, ich weiß nicht, was du gezeigt hast. Also ein bisschen hat er mit euch gequatscht. Ihr wisst es ja inzwischen. Und jetzt gehen wir hoch und happen pappen. Ja, Hunger. Hunger, genau. Ja. Die Bank hier ist wirklich toll, ne? Sieht man die? Wo ich drauf hocke? Hockst. Sitze. Ist wunderschön. Der Akku ist auch gleich leer. Den muss ich erstmal aufladen, sonst können wir nicht mal weiter filmen. Ja, Kira, was sagst du dazu? Schnell weg. Die hübsche Maus? Sie ist eine hübsche Maus? Oh, was für eine Glitzer? Ja, die kommen ja irgendwie bekannt vor, die Schuhe. Ja. Leute, das sind meine. Klauen euch die Männer auch eure Schuhe? Okay, noch dumm gequatscht. Jetzt hoch.
Ihr Lieben, der Uwe hat mir gerade so vorgeschwärmt, dass er heute Morgen die selbstgemachte Marmelade probiert hat. Also die sieht schon toll aus und der Duft. Der großen weiten Welt. Oh, ich gehe am Stock. Also ich muss mir jetzt hier so ein Löffelchen mal raufmachen und ich möchte das mit euch quasi zusammen verkosten. Also, das, das ist so... Das sieht so toll aus, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Leute, traut euch ran und macht Marmelade selber. Die schmeckt, das geht nicht gekauft. Nee, das ist echt selbst. Und die ist auch nicht zu süß. Ja, ich habe ein bisschen weniger Zucker. Ja. Ich habe den 2:1 genommen. Und davon habe ich dann auch noch ein bisschen weniger Gelierzucker genommen, aber ein bisschen mehr Obst. Denn ich habe 1,5 Kilo Erdbeeren drin und 1 Kilo Rhabarber und habe dann ungefähr 750 Gramm Gelierzucker genommen. Statt 1 Kilo. Der Geschmack ist unfassbar. Man schmeckt beides raus, ne? Sehr lecker. Wie viele Gläser haben wir rausgekriegt, Schatz? 7. 7 Gläser, aber alle unterschiedlich groß natürlich. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Ich musste das jetzt, weil der Uwe mir so vorgeschwärmt hat, einfach mal eine Marmeladenstulle quasi zwischenschieben. Schuld hat Illi. Ja. Nicht Illi? Du hast Schuld, weil du uns diese leckere Marmelade geschickt hast zu Ostern. Und da waren wir beide so begeistert. Hier, der Uwe, der schaufelt sich das auch rein, ne? Hierher gucken. Da waren wir so begeistert von, dass ich gesagt habe, so, jetzt werde ich endlich auch mal Marmelade selbst machen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Marmelade selber gemacht habe. Früher gab es sie halt von Oma, ne? Brauchte ich mich auch nicht drum kümmern. So, jetzt ist die Kamera wieder ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo und wann sie ausgegangen ist. Aber ich möchte euch auf jeden Fall sagen, dass sie unfassbar lecker ist, bevor die Kamera wieder ausgeht. Wenn es jetzt wieder so einen komischen Cut gibt, dann ist das halt, weil die Kamera ausgegangen ist, ohne dass ich das wollte. Jetzt möchte ich es auch, aber deshalb gibt es auch keinen komischen Cut, ne, sondern einen gewollten. Ja, also eine Scheibe Essig noch, weil das ist unfassbar lecker. Ich kann euch das gerne so nochmal zeigen. Also das hat auch genau die richtige Konsistenz mit diesen 750 Gramm Gelierzucker. Das ist jetzt nicht zu fest und auch nicht zu wabbelig. Nee. Flüssig. Flüssig ist das richtige Wort, genau. Ihr liebe Lions. Ja, wir sind jetzt, sitzen hier und ihr ahnt bestimmt, was wir vorhaben. Und ihr hört es bestimmt auch schon an der Musik. Ist die Endmusik denn jetzt besser? Wenn nicht, schreibt. Wir suchen so lange immer aus, ja, bis ihr zufrieden seid. Kommt nicht an, ihr wollt alle hören. Oder soll ich die ganz weglassen? Ja, oder? Schreibt es in die Kommentare, bitte. Ja, der Uwe und ich sitzen jetzt halt hier, weil wir jetzt so voll genudelt sind, weil wir schön lecker gegessen haben. Die Kamera irgendwie überhaupt nicht angemacht haben, weil die am Kabel hing zum Aufladen. Ja. Und sie ist auch immer noch nicht voll, nee, obwohl nicht, der Akku zeigt schon. Es reicht einfach zum Auf Wiedersehen sagen. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Nein. Was ich abschließend nochmal sagen wollte, im zweiten Teil von heute. Da habt ihr zuerst gesehen, wie der Uwe auf dem Balkon unsere Clematis eingepflanzt hat. Die Clematis, die gab es am Donnerstag gestern. Ja. Bei Aldi Nord.
Also so nee, Montag. Am Montag war das? Am Montag war halt. Okay, dann könnten sie natürlich jetzt vergriffen sein am Freitag. Ja. Aber wir haben die halt am Montag im Aktuell, all die Aktuell gehabt und da hatte Uwe unsere, wie heißen denn diese Gitter, die davor, Rankelgitter halt ja. Wieder aufgebaut und die das habt ihr ja gesehen, halt vorher da gesprüht. Ja, und auch das Einplatzen habt ihr gesehen, Arbeit war ohne Ton, weil der Uwe aus Versehen auf Schnelldurchlauf. Den Modus Schnelldurchlauf eingestellt hat, also Timelapse heißt der Glücklich oder Time Map. Und dann macht er halt im Schnelldurchlauf ohne Ton. So, deshalb nicht, dass ihr euch gewundert habt, aber ich wollte euch da trotzdem zeigen, dass Herr Uwe fleißig war. Naja. Während ich auch fleißig war, ja. Nur wir waren an verschiedenen Orten fleißig. Ja. Ne? Und ich freue mich schon, ich hoffe, dass die klimatisch schön angehen und da schön hochrampeln und wir einen schönen Sichtschutz haben, denn ihr habt ja auch unsere FA gesehen. Ne? Ja. Ja. Von der Seite aber nicht reicht. Ja, ja, mehr muss ja nicht. Nee. Ne? So, ich bin unfassbar glücklich mit meinen Gardinen hier. Auch die habt ihr ja gesehen, auch wenn der Uwe das sehr merkwürdig gezeigt hat. Der hat mich da verkackeiert, Leute. Ja, nein. Der Uwe ist immer, wenn es Frühjahr wird, ne, dann ist er besonders verkackeierig drauf. Ja. Das nein, das ist nicht wahr. Jawohl. Ihr müsst nicht alle glauben. Nur das reicht. Wieso verkacke er da hat den Club, der hat Frühlingsgefühle, Leute. Keine Ahnung. Ja, und oh, was kann ich euch erzählen? Mein Fahrrad. Oh, Herr Doktor, wenn du mich machen. Mein Fahrrad, also ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach. Ja. Ich habe Strecken damit jetzt schon runtergerissen, die ich früher so nie fahren wäre. Mit, nee. Mit diesen selbst zusammengebauten Rädern. Also das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich ein E-Bike. Aber das ist ja ein normales Muskelbike, weißt du? Wo du eigene Muskelkraft halt aufbringen musst. Aber das läuft so leicht. Ich fahre streckenweise im sechsten Gang. Also eigentlich ist es ja der 15. oder 13. Gang. Ja. Weil ich habe ja 21 Gänge. Ja. Es ist so krass und jetzt werde ich nicht mehr von den Rentnern überholt. Boah, nee, 21 Gänge. Ich bin davor von den Rentnern überholt worden, ja. Immer wenn mich da so ein Leichenblonder überholt hat, da habe ich mir gedacht, ey. Stehst du jetzt still? Pflück ich Blumen während der Fahrt, oder was ist hier los, ey? Also da kam man sich schon so ein bisschen blöd vor, ne? wenn so ein älterer Mensch einen überholt hat. Obwohl das sich ja auch wieder lustig anhört. Ich gehöre ja auch schon zu den älteren Menschen. Ne? Ja. Glaube, leider ja. Also die Uhr tickt rückwärts, Freunde. Ja, zum älteren Personal. Aber noch nicht so zum ganz Leichenblonden, weißt du? Lustig. Muss ich jetzt was zu sagen? So, nein, nein, kannst nicht. Nein. Ich schweige und genieße. Ich schweige bitte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mein Fahrrad liebe. Das hat der Uwe wirklich das tollste Fahrrad für mich ausgesucht, was man sich denken kann. Das ist einfach irre. Ich möchte auch, dass du so ein Fahrrad kriegst. Nee. Doch, du wärst dann noch. Du brauchst wieder Blitze. Durch die Gegend. Dann werde ich noch öfter zu Schienen geschickt. Das ist nicht wahr, aber das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man merkt das einfach, dass ja, das zusammengezimmerte Fahrräder waren, die letzten beiden. Und dass das jetzt ein Händlerfahrrad ist. Also, es ist toll. Das wollte ich einfach nur noch mal loswerden, euch vorgeschwärmt haben. Was ja auch ja völlig sinnfrei ist, ne? Aber ja. Gut. Ich bin halt glücklich und ich muss mein Glück in die Welt tragen. Ja. So, bevor wir euch jetzt aber schwindelig quatschen. Ich hab schon gesehen, da fangen schon welche an zu schaukeln. Zu trieseln, ja. Bevor wir euch jetzt schwindelig quatschen, lass uns aufhören und lass uns das sagen, was wir immer sagen. Und das ist... Wir wünschen euch ein schönes Wetter.
Apropos schönes Wetter. Ja, jetzt kommen wir schon wieder von Höckchen auf Stöckchen. Ja. Ihr Lieben, bevor ich unseren Abschlusssatz sage, wünsche ich euch ein wunderschönes, langes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr die Pflastersteine auf der Straße drin liegen gelassen lässt, habt, ja. Liegen lasst. Ja. Lasst die mal ganz, das ist besser. Weil ihr gibt Rücken, ne, wenn ihr so viel sammelt. Ja. Ja, auf alle Fälle. Auf jeden Fall eine ganz tolle Walpurgisnacht wünschen wir euch und natürlich einen richtig schönen 1. Mai. Tanz in den Mai, ja. Oder so. Ich weiß nicht, ob ihr weggeht, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr noch in den Mai tanzt. Uwe und ich machen das nicht, weil da weiß ich mein Geld woanders besser investiert, ja, als in der Kneipe oder irgendwie so. Aber trotzdem kann man ja schöne Dinge unternehmen. Klar. Wir haben ja vor, was zu unternehmen. Ja. Ihr kommt auf jeden Fall bei mit, wenn das alles funktioniert, das Wetter mitspielt. Das ist ja mal das A und O. Wetter soll aber schön bleiben. Ja, mal gucken, ne? Ja. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen 1. Mai, einen schönen Feiertag, schöne Walpurgisnacht und jetzt sagen wir das, was wir immer sagen. Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Und Herzchen, genau. Tschüss. Und ein schönes Wochenende. So, ihr könnt abschalten. Jetzt kommt nichts mehr. Wir machen Schluss. Ja. Schatz, sie schalten her. Warum nicht? Abschalten. Kommt nichts mehr. Die Zeit ist voll. Aus, Ende raus. Ja, Ende im Gelände. Ende. Ja. Schicht im Schacht. Ja. Schluss aus Mickey Maus. Gibt es noch irgendwelche blöden Sprüche? So, aber ihr könnt uns glauben, es kommt nichts mehr. Ihr könnt jetzt wirklich abschalten. Tschüss. Machen sie nicht. Die hören nicht auf uns. Mann, ja, nee. Was machen wir da mit euch? Irgendwas Schokolade schmiert euch voll. Das haut da so auf den Arsch, fängt an zu heulen. Was ist jetzt richtig? Was soll man jetzt machen? Tja, ich weiß das auch nicht. Ich soll abschalten. Lass sie doch einfach kicken. Mal haben sie ja genug von uns. Denke ich auch. Ja. Oder wisst ihr was? Nee. Wir schalten ab. Okay, das ist besser. Tschüss. Tschüss.